Hi, hier ist Marc und ich habe eine neue Videoserie für euch. Marcs Meinung, das heißt einfach Gedanken von mir zu verschiedenen Themen. Und die E-Bike-Thematik ist natürlich ganz wichtig. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte. Heute das Thema: Machen E-Bikes faul oder schnell? Passend dazu habe ich auch eine neue Fahrtechnik-Videoserie. Und ihr seht hier mein E-Bike und das ich schon seit 2015 fahre, von Flyer mit Roloff. Die Frage ist jetzt, dieser Akku, was macht der mit einem? Eigentlich ist es im Grunde so ähnlich wie, man könnte sagen, ein Küchenmesser ist auch erstmal neutral. Du kannst damit Gemüse schneiden und das irgendwelchen Leuten geben und denen was Gesundes zu essen machen. Du kannst aber auch ein Messer verwenden für was Negatives. Und so ist es auch mit einem E-Mountainbike. Du kannst natürlich sagen, ich nutze den Motor einfach, um mich weniger anzustrengen. Das kann dann im Grunde einen dann faul machen, je nachdem. Man kann es aber auch nutzen, zum Beispiel wenn man zur Arbeit fährt, mit dem E-Mountainbike durch den Wald und nicht so verschwitzt sein kann, weil man keine Dusche im Betrieb hat. Ja, das ist verschieden. Und ja, genau. Und man kann natürlich aber auch den Motor nutzen, um noch schneller zu fahren. In der gleichen Zeit noch mehr Trails zu fahren. Man kann damit sehr effizient trainieren. Also kann man sagen, eigentlich dieses E-Mountainbike ist erstmal neutral und man kann nicht sagen, ob es faul oder schnell macht. Es ist im Grunde so, bleibt einem selber überlassen, was man damit macht. Es ist wie eine zweite Gangschaltung. Ich fahre auch oft mit Motor aus, einfach damit ich mich nicht zu sehr daran gewöhne. Und den ganz hohen Modus, die höheren Modi, fahre ich auch nur ganz selten. Also ich bin Mr. Eco, der mal in der untersten Stufe fährt. Klar ist aber, wenn du dann wieder ein normales Fahrrad fährst, ich zeige euch mal hier mein normales Fahrrad zum Beispiel, das ist immer die Entdeckung der Langsamkeit. Das kann man definitiv sagen. Wenn man kein Marathon, Cross Country, super leichtes Fahrrad hat und man fährt dann bergauf mit einem Enduro, mit einem Freeride-Fahrrad, dann merkt man doch, dass Langsamfahren anders ist, aber auch angenehm sein kann. Mit dem E-Mountainbike ist man schneller, zum Beispiel wenn man Termine hat. Ich pendel auch zu meinen Kursen, fahre in den Kursen viel mit dem Fahrrad und mit der Bahn und dann mit dem E-Mountainbike bin ich einfach schneller da. Genau. Ich nutze natürlich das E-Mountainbike und E-Bike beruflich als Fahrtechniktrainer, mache auch Fahrsicherheitstraining für normale E-Biker, aber auch privat fahre sehr gerne mit meiner Frau, die vorher nicht über die Berge gefahren ist. Jetzt auch mit Anhänger, dann freue ich mich sehr drauf. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr generell interessiert an dem Thema E-Mountainbike, E-Bike oder dagegen? Wie ist es in eurem Umfeld? Also man kann zum Beispiel hier sehen, ich wohne ja im Hochsauerland, dass E-Bikes viele Leute sogar das Gegenteil von faul machen, sondern wieder aktiv machen, weil die einfach sonst nicht Fahrrad gefahren sind und jetzt sowohl in der Freizeit als auch im Alltag Fahrrad fahren, weil dank des Akkus und der Power vom Motor haben sie überhaupt wieder den Schritt gemacht, die Hemmschwelle überwunden, sich wieder aufs Fahrrad zu schwingen. Also kann man da sagen, in dem Fall machen E-Bikes nicht faul, sondern aktiv. Genau, und das finde ich natürlich eine sehr positive Sache, auch umweltmäßig, weil so ein Akku natürlich hat nicht die beste Umweltbilanz. Aber wenn jetzt viele Leute, anstatt immer zum Supermarkt mit dem Auto zu fahren, mit einer Person mit dem Fahrrad fahren oder generell Leute aufs Fahrrad umsteigen bei kurzen Wegen, ist das wieder sehr positiv. Also man muss da verschiedene Seiten sehen. Es bleibt euch überlassen, wenn ihr E-Mountainbike fahrt, macht's euch voll oder macht's euch schnell. Und wir sehen uns im nächsten Video. Steile Hügel, rasante Abfahrten. Marc Brodesser aus Bonn fährt vor allem bei steilen Waldtouren auf die elektrische Unterstützung ab. Zurück in Bonn. Freundin Lisa ist nur so schnell, weil sie ein E-Mountainbike benutzt. Der Trend für junge Leute. Das E-Bike als Sportgerät. Also das Coole beim Mountainbiken mit dem E-Motor ist einfach, dass die Hemmschwelle, es einfach mal zu probieren, viel geringer ist. Weil auch weniger Trainierte den Berg hochkommen oder auch mal steile Berge hochkommen. Also am Anfang hatte ich schon viel Respekt, aber wenn man dann merkt, es funktioniert mit dem E-Bike, also mit einem normalen Mountainbike würde ich dann nicht hochfahren, aber so funktioniert es dann und dann ist man doch auch stolz und es macht Spaß. Genau das vermittelt Mountainbiker Marc auch in seinem Sicherheitstraining. Balance, Körpergefühl und das richtige Bremsen. Denn die über 20 Kilo schweren E-Bikes lassen sich nicht per Rücktritt bremsen. Der Fahrer muss lernen, die Handbremse schleifend einzusetzen.
Wer falsch bremst, der verliert. Und ich sage immer, die Bremsen sind der beste Freund. Gerade die vordere Bremse überträgt den ganz großen Teil der Bremskräfte. Deswegen sollte man sie kennen und lieben lernen.